Und er hat ihm nicht gegönnt. Landschaftsmalerei, vielleicht war sein Zeichenstil Streitgrund. So. Aber er hat auf ihn gehatet. Der sagt so, ey, Bruder, ich hab Probleme. Und er hat gesagt, chill. So stelle ich es mir vor. Aber okay, wir lesen mal über diesen Hater nach, ja? Romantischer Dichter und preußischer Landwirt. Also als preußischer Landwirt, wenn man diesen Beruf hat, es hört sich schon so an wie ein Beruf, wo nur Hater drin sind. Geboren 1781 in Berlin, aufgewachsen auf Gut Zernikow, Uckermark. Studium der Rechts- und Naturwissenschaft in Halle und Göttingen. Schwenk von der Physik zur Literatur, lernt 1801 in Göttingen Clemens Brentano kennen. Also Schwenk von der Physik zur Literatur ist meiner Meinung nach einfach nur, die Wissenschaft der Physik war für ihn ein bisschen zu komplex und er dachte sich, boah, damit komme ich gar nicht klar, ich bleibe lieber einfach nur bei Wörtern. Ja, der hat es dicke und gehatet. Guck, so, ne, so. Aber ich bin dir ehrlich, guck mal, ich habe schon eine ähnliche Nase zu ihm, warte. Ne? Wir sind schon Geschwister, so irgendwie. Von 1801 bis 1804 Kavalierstour durch die deutschsprachigen Länder und Teile Europas. In 1802 14-tägige Rheinreise mit Brentano, die als Anfangspunkt der Rheinromantik gilt. Gemeinsam mit dem Freund Herausgabe der Volksliedersammlung des Knaben Wunderhorn. 1808 teilt er sich eine Wohnung mit Brentano in Heidelberg und gründet 1811 in Berlin mit ihm die Deutsche Tischgesellschaft. Erste WG-Mitglieder ist gerade beide. So. Im selben Jahr heiratet mit Bettine Brentano, der Schwester seines Freundes. Oh, der hat die Schwester genommen. Sieben Kinder. Heftig. 1813 Teilnahme an den Freiheitskriegen. Oh, ich habe auf ihn ein bisschen gehatet. Aber er hat eine Teilnahme auf die bei den Freiheitskriegen genommen. Und deswegen ultimativen Respekt. Und deine Nase habe ich nicht gemobbt. Ich habe dieselbe Nase und wir haben eine stabile Nase. So. Bewirtschaftet den Familiensitz Schloss Wiepersdorf, während seine Frau bald nach Berlin übersiedelt. 1831 tot in Wiepersdorf. Wie lange hat er gelebt? 1781. Sind 20 Jahre. Oh, er hat gar nicht so lange gelebt. 30 Jahren. Er hat 32. Der sieht ja auch gerade mal 32 aus. Das heißt, er ist wahrscheinlich genauso gestorben. Das ist schon schade. Das ist schon wirklich schade. Er sei jung, also jung, ne? 32 ist sehr jung. Den gibt's auch. Und er hat Werke geschrieben. Ja, also er ist romantischer Dichter, das heißt auf jeden Fall Werke geschrieben. Und preußischer Landwirt, also hier, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. P-R-E-U-S-I-S-C-H-E-R. Aber seine Schriften, also des Knaben Wunderhorn, habe ich noch nie gehört. Aber er hat die Deutsche Tischgesellschaft gegründet. Oder wieso gibt es eine Karte über ihn? Also ich war ja im Deutschen Romantikmuseum und da hatten die Karten. Aber die Karten sind auch nicht unbedingt nur über die Dichtler, sondern auch um andere Leute, die einfach in diesem Museum auftauchen. Die meisten waren beides. Also meiste von diesen Künstlern haben auch andere Sachen gemacht, waren entweder politisch oder philosophisch oder irgendwie so auch engagiert. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Künstler so, wenn man ein wahrer Künstler ist. Ne? Peter Cornelius. Cornelius kenne ich sogar den Namen. Lukas Bruder. Also ich bin dir ehrlich, als was du bist, Lukas Bruder zu haben, das ist dieses, kennst du, deine Geschwister sind mehr berühmt als du, also nennt niemand dich bei deinem Namen, sondern immer ja, Geschwister von bla bla bla. Ja, ich kenne auch einen Cornelius. Das ist doch auch ein Buch, oder? Cornelius. Eine Buchmarke.
Machen die nicht so wissenschaftliche Bücher? So. Verlag, das ist ein Verlag, guck. Stabil. Freskenmaler, ich habe Fressenmaler. Boah, ich habe wirklich gerade Fressenmaler gelesen. Das wäre ein bisschen scheiße gewesen. Aber Freskenmaler, was sind denn Fresken? Akademiedirektor. Der sieht auch wie so ein Direktor aus. Der sieht irgendwie wie, wenn ihr Harry Potter guckt, dieser Snape. Heißt der Snape? Sirius Snape, oder? So irgendwie heißt er. Also, das ist so die deutsche Version von ihm. Das sind Holzschnitzereien. Ah, Freskenmaler sind Holzschnitzereien. Ah. Geboren 1783 in Düsseldorf als Sohn des Inspektors der Kunstakademie, an der er von 1798 bis 1805 studiert. 1809 beginnt er in Frankfurt am Main mit den... Ah, Frankfurt, guck mal da. Mit den Zeichnungen zu Goethes Faust, die 1816 als Stichfolge erscheinen. 1811 schließt sich Cornelius in Rom den Lukas-Brüdern an. Ah, Lukas-Brüdern ist eine Gruppe. Okay. Und arbeitet mit an der Ausmalung des Palazzo Zuccari, ihrem ersten Gemeinschaftsprojekt. König Ludwig beruft in 1818 zur Freskierung der Glyptothek nach München. Zugleich amtiert er von 1819 bis 1824 als Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie. 1825 wird er Direktor der Münchner Akademie, lebt in München und zeitweilig in Rom. Also ich würde auch gerne in München und in Rom zeitweilig wohnen. Das sollte ich mir aufschreiben, zeitweilig. Das ist wirklich ein, das hört sich sogar gut an. Nach dem Bruch mit König Ludwig I. nach dem Bruch. Das ist so heutzutage, weißt du, Freundschaften enden. Damals hieß es nach dem Bruch. Meine Beziehung hat sich nicht gescheitert. Meine Beziehung kam zu einem Bruch. Ich und meine letzte Freundin, Bruch. Alles Bruch. Zeitweilig ist ein nice Wort. Boyband, genau. Gemeinschaftsprojekt von der Boyband. Geht Cornelius 1841 nach Berlin, also nach dem Bruch geht er nach Berlin und plant Fresken für den König. Ich habe Titel falsch gelesen. Und plant Fresken für den von König Friedrich Wilhelm IV. Betriebenen Domumbau. Okay, Dom wie Romdömer und dann Umbau in ein Wort, also D-O-M-U-M-B-A-U, Domumbau. Das heißt, er hat um den Dom herum gebaut. Wie lange lernst du Deutsch? Ich bin, ehrlich gesagt, Deutsch ist meine Muttersprache. Aber ich bin in Amerika aufgewachsen, also intensiv lerne ich erst seit 3-4 Jahren jetzt Deutsch. Aber die Sprache ist so groß, dass ich sehr viel lese und immer noch, wie gesagt, so eine Karte lesen kann. Und da Wörter sind, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber die deutsche Sprache ist, glaube ich, eine von den größten Sprachen, die es gibt, ne? Es war auch die erste Sprache, für die es ein Wörterbuch gab. Und das ist ja alles dank den Grimm-Brüdern. 1842, 1843 reist er nach London und hält sich in den nächsten Jahren häufig in Rom auf, wohin er 1853 ganz übersiedelt. 1860 Rückkehr nach Berlin, wo er 1867 stirbt. Ja, da hat er noch 7 Jahre in Berlin genießen können. Jetzt kommen wir zu Natschaja. Caroline von Günderrode. Also, ich habe gerade ihr Beruf gelesen und Leute, mein Ziel im Leben ist, diesen genauen Beruf zu einer... Ich überlege gerade, wo man noch Wörter findet. Ja, auf so Karten halt. Wie gesagt, wenn man hier in Deutschland in die Museen geht... Warum hat er mich gerade angelächelt? Hallo? Kennt ihr das? Jemand lächelt mich durch mein Fenster an. Da denke ich mir auch, willst du mitmachen? Ihr Beruf... Freigeist und Sappho der Romantik. Also Sappho der Romantik, Sappho sagt mir jetzt gar nichts, aber Freigeist, das ist mein Ziel im Leben, dass mein Beruf einfach Freigeist ist.
Was ist dein Beruf, Emma? Ich bin freier Geist. Das hört sich stabil an. Und es hört sich sehr passend an auch. Geboren 1780 in Karlsruhe. Sie sieht auch so aus wie jemand, der sich nichts sagen lässt. Weißt du, was ich meine? Das hört sich französisch an. Freigeist oder ihr Name? Caroline von Günderrode. Nee, Günderrode ist auf jeden Fall ein deutscher Name. Mit diesem Umlaut. Geboren, Kindheit in Hanau, mit 17 Jahren Eintritt in ein adliges Damenstift in Frankfurt am Main. Oh wow, Hanauerin, die aber in Frankfurt mit den Feministen gechillt hat. Intensive Studien in den Bereichen Literatur, Philosophie und Geschichte. Freundschaft mit Bettine Brentano. Das ist ja die Frau von dem hier, oder? Ja, guck, sie ist die Freundin von seiner Frau. Die sehen irgendwie auch so aus, als ob die vom selben Freundeskreis kommen, ne? So halt. Das hört sich französisch an, seine. Sappho. Zuneigung zu Friedrich Karl von Savigny, der aber 1804 Clemens und Bettina Brentano Schwester Gunda heiratet. Nee, das ist der Akin. Danach intensive Liebesbeziehung zu dem verheirateten Altphilologen Friedrich Kreuzer in Heidelberg. Die hat eine Affäre. Das ist aber meiner Meinung nach jetzt nicht sehr feministisch, ne? Wenn du eine Affäre hast mit einem verheirateten Mann, also wirklich. Als Günderrode bei einem Besuch in Winkel erfährt, dass Kreuzer das Gelübde bricht und seine Frau nicht verlässt. Was erwartet man denn? Hallo! Erdeutscht sie sich am 26. Juli 806 am Ufer des Rheins. Was ist erdeutscht? Erdeutscht. E-R-D-O-L-C-H-T. Kreuzer stoppt den Druck ihres Buchs Melete, in dem ein erfundener Briefwechsel Rückschlüsse auf ihre Beziehung zugelassen hätte. Oh, boah, erdeutscht. Ja, genau so. Genau, nee, nicht ED, sondern T am Ende. E-R-D-O-L-C-H-T. Wie. Oh, T wie. Tesafilm. Erdeutscht. Also, Affäre mit verheirateten Mann. Nee, sie hat sich selbst geerdeutscht. Sie hat sich selbst erdeutscht. Steht da. Weil der Mann, mit dem sie ihre Affäre hatte, wollte nicht, sie hat rausgefunden, er wird seine Frau nicht verlassen. Und dann hat sie sich in 1806, am 26. Juli, am Ufer des Rheins erdeutscht. Was? Ach so, ein Deutsch ist eine Sache. Also hat sie sich umgebracht. Oh. Boah, Liebeskummer. Aber guck mal, das passiert, wenn man es nicht auf gute Art macht. Du hast gesagt, Sünden. Ja, sie hat gesündet. Friedrich ist ein kleines Messer. Oh, boah. Was Liebe zu einem macht, ne? Friedrich Schlegel, Erfinder der Romantik und katholischer Publizist. Dieser Mann hat die Romantik erfunden. Sieht er so aus? Ja, der sieht auch so aus, wirklich. Der Friedrich Schlegel. Katholischer Publizist, ich bin dir ehrlich, der sieht schon wie ein katholischer Publizist aus. Geboren 1772 in Hannover, Studium in Göttingen und Leipzig. Beginn der Freundschaft mit Novalis nach Aufenthalt in Jena. Oh, Jena sollte sehr schön sein. Übersiedlung nach Berlin, Freundschaft mit Friedrich Schleiermacher, Besuche in den Salons von Rahel Varnhagen. Das ist Varnhagen, ist ja ein holländischer Name, ne? Niederländisch in Deutsch. Holland in Englisch, Niederlande in Deutsch. Besuche in den Salons von Rahel Varnhagen und Henriette Herz, wo er Dorothea Weid geboren Mendelssohn begegnet. 1798 Gründung der Zeitschrift Athenaeum
mit Bruder August Wilhelm. Konzepte der progressiven Universalpoesie, Fragment 106 und der romantischen Ironie. Was ist denn romantische Ironie? Haha, ich liebe dich, Spaß. Nein, Spaß. Mendelssohn ist eine bekannte Familie. Der Name kam mir auch bekannt vor. Für was sind die denn bekannt? Weil ich kenne die nicht, ne? Von 1799 bis 1801 bildet er mit ihr, seinem Bruder und dessen Familie eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft in Jena. 1802 Studienaufenthalt in Paris mit Dorothea Weg. Gründung der Zeitschrift Europa. Oh, die Europa-Zeitschrift wurde von ihm gegründet. Boah. Und Wiederentdeckung der christlichen Malerei. Haben die Christen die Malerei verloren? Was für eine Wiederentdeckung. Das verstehe ich nicht. Biologie und Kunst. Ah, okay, Mendelssohn für Biologie und Kunst. Also guck, für Biologie habe ich mich nie so in 100% interessiert. Wahrscheinlich deshalb und für Kunst auch nicht. Deswegen weiß ich nicht, warum ich die Karten so interessant finde. Aber so. Seit 1809 im österreichischen Staatsdienst, 1815 bis 1818 Legationsrat am Deutschen Bundestag. Kann ich auch irgendwann zum Legationsrat am Deutschen Bundestag kommen? Und wie geht das? In Frankfurt am Main. Tod 1829 in Dresden. So ist es halt. So ist es halt. August Wilhelm Schlegel. Der sieht schon irgendwie wie so ein typischer Künstler aus. Kennt ihr, wenn ihr zurück an die Schulzeit denkt, es gab immer einen Junge, der einfach komplett so seelisch befreit war. Er war immer gut mit jedem, versteht sich mit allen, weißt du, immer ein gutes Herz. Und genau so sieht er aus. Wisst ihr, welchen Schüler ich meine? Jeder kennt, glaube ich, so einen Schüler. Ich glaube, sowas haben wir nicht mehr. Ja, der sieht aus wie... Guck. Ich habe ja auch ein bisschen ähnliche Haare zu ihm. Wir könnten vielleicht auch Geschwister sein. Aber ist die Nase ähnlich? Oh, ein bisschen. Guck. Ich muss lächeln, warte. Ich kann nicht diesen Lächeln, die er... doch nicht so ähnlich. Ich bin dir ehrlich, ich glaube, der hat sogar nicere Augenbrauen als ich. Guck hier, so, das ist ein bisschen mehr oben bei ihm. So. Meins geht runter. Der hat einen kleineren Mund. Kleinere Lippen auf jeden Fall. Wenn jemand von mir ein Gemälde macht, wo ich so sagen kann, dieses Gemälde wird in 100 Jahren auch in so einem Museum auftauchen, ich würde denen schon sagen, so, gib mir mal ein bisschen größere Lippen, weißt du? Push doch mal. Kosmopolit und Virtuose des Übersetzens. Geboren 1767 in Hannover als Pfarrerssohn. Studium in Göttingen, Hauslehrer in Amsterdam. Hauslehrerin bin ich auch. Nach der Heirat mit Caroline Böhmer, Aufenthalt in Jena, die sind alle nach Jena, von ihr unterstützt, der hat sich eine Sugar Mami gegönnt, übersetzt er zahlreiche Werke Shakespeares. Zusammen mit seinem Bruder Friedrich gibt er die Zeitschrift Athenium heraus. Kurz zu sagen, nur weil die über Shakespeare gesprochen haben, ich glaube, ein großer Punkt, weshalb die kleine Emma so in einer tragischen Liebes, also Phase drin war, das heißt, die Liebe, die ich in der Welt gesehen habe, war immer eine Art tragische Liebe, weil ich so die Liebe von Shakespeare und solchen Schriftler angenommen habe und die haben halt immer nur tragische Liebesgeschichten geschrieben. Und deswegen waren meine ersten richtigen, wie sagt man das, also Erläuterungen der Liebe halt nur über Tragie gebundene Liebe. Ja, aber das bin ich gerade dabei am Heilen. Das heißt, ich höre auch gerade auf, Lieder zu hören, die über toxische Liebe reden und versuche mir einfach eine reine, bedingungslose, gesunde Liebe einzubringen.
programmieren, dass mein Gehirn anfängt, wirklich zu überlegen, was ist denn gute Liebe, nicht so traurige Liebe, weil vieles, das wir in der Kunst sehen, generell auch nicht nur in Büchern und Schriftlern, sondern auch in, weißt du, der Musikrichtung und auch in der Kunstrichtung, es ist viel mit Leid gebunden. Und ich glaube aber, dass wir so uns einreden, dass Liebe mit Leid gebunden ist, obwohl sie gar nicht mit Leid gebunden sein muss. So. Ende 1801, Umzug nach Berlin. Hier lernt er Gemeine de Staël kennen, folgt ihr an den Genfer See und lebt dort in Schloss Coppet als Hauslehrer ihrer Kinder und Gelehrter. Gemeinsame Europareisen, Scheidung von Caroline Schlegel 1803. Boah, hat sich auch niemand anderes verliebt. In Wien hält er 1808 Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur. 1812 Flucht vor Napoleon nach Stockholm und Tätigkeit als Publizist beim schwedischen Kronprinzen. 1818 Berufung an die neu gegründete Universität Bonn, wo er das Fach Indologie aufbaut und 1845 stirbt. Uff, Liebe ist ein hartes Thema, aber wird es Sinn. Ja, bei der Romantik. Da hast du recht. Wir sind halt bei der Romantik, ne? Deswegen musste man kurz mit der Liebe sprechen, über die Liebe sprechen. Aber auch nur kurz. Zweite, die sieht also. Das finde ich gut. Ich mag das Ding, das sie auf dem Kopf hat. Ich mag ihre Haare. Ich finde die Locken sehr schön. Und sie sieht im Blick sehr sympathisch aus. Sehr sympathisch aus. Man merkt Push-Up. Auf jeden Fall Push-Up. Harter Push-Up. Vielleicht bin ich auch nur neidisch, weil ich keine BHs trage und meine Brüste deshalb nie so gepusht werden. Aber sie hat auch also ihre Physik, sie muss mal ein bisschen besser gerade stehen. Ich aber auch, von daher, ich fühle dich, weil das ist schwer, einen geraden Rücken zu behalten. Ne? Okay, Gemeine de Staël. Ah, das ist die? Ah, okay. Aber ich bin dir ehrlich, man kann schon verstehen, wie er sich in sie verliebt hat, ja? Sieht orientalisch aus. Ja, das habe ich auch gedacht. Sie sieht sehr orientalisch aus. Und er hat sich halt in sie verliebt und er hat seine Frau für sie und ihre Kinder verlassen, was ich schon süß finde, aber auch gleichzeitig nicht süß finde. Also ich finde es süß, dass sie sich geliebt haben und weißt du, dass er dann auch sich für die Liebe entscheidet hat. Was ich halt nicht süß finde, ist, dass er seine Frau verlassen hat. Aber guck mal, wenn man die falsche Person heiratet, weil man nicht die richtige Liebe verstanden hat und dann irgendwann im Nachhinein die richtige Liebe trifft und noch gleichzeitig verheiratet ist, kann man halt auch verstehen, dass es doch vielleicht besser ist, dann den Weg der wahren Liebe zu gehen, weißt du? Aber das ist auch immer so komplex. Geboren 1706 und erwarte, sie ist Schriftstellerin, Napoleon-Gegnerin, so. Das ist Freiheitskämpferin Nummer 1. Wenn sie nicht nur als Freiheitskämpferin oder Feministin darstellt, sondern sie hat es wirklich aus, weißt du? All diese Feministen, die könnten ja auch sagen, ich bin Trump-Gegnerin. Aber man sagt einfach so, ich bin Feminist oder ich bin Freiheitskämpfer. Aber wenn man wirklich dann in der Geschichte dasteht als Trump-Gegner zum Beispiel, das ist nochmal eine Stufe höher, wisst ihr was, Schweine? Und Deutschlandreisende. Also ich würde gerne beruflich Freigeist und Weltreisende werden. Wenn, ich wusste nicht, dass das wirklich so Berufe sind, die man erreichen kann, aber ich verstehe jetzt, warum ich heute diese Karten lesen sollte. Die sollten mir meine beruflichen Türen öffnen. Geboren 1766 in Paris als Tochter der späteren französischen Finanzministers Jacques Necker und der Schriftstellerin und Saloniere Susanne Courcot. Ich würde eher sagen, dass Menschen sich ändern und man vielleicht nicht mehr die Person ist, die man... Das ist es auch. Aber wir ändern uns ja nicht einfach random, sondern meines Erachtens nach also werden wir immer mehr und mehr uns selbst. So halt. Und die wahre Liebe ändert sich nicht. Die wahre Liebe ändert sich, aber die wahre Liebe ist so gemacht, dass man zum Beispiel...
Es gibt Menschen, die sind für bestimmte Zeitlängen in deinem Leben, weißt du, vielleicht soll diese Person mich in meinem Leben bis zu diesem Punkt begleiten und danach gehen wir unsere komplett eigenen Wege. Und dann gibt es aber meiner Meinung nach Menschen, die sich auch in ähnlichen Rhythmussen wie du entwickeln, die dann halt lebenslang zu dir passen. Und da ist halt der Trick, auszumisten zu können, welche Leute nur für eine bestimmte Zeit in deinem Leben sind, so welche Leute jetzt nur für den Moment passen und welche Leute aber für die Ewigkeit zu dir passen. Geboren 1786, heiratet mit dem schwedischen Botschafter Saloniere in Paris. 1792 Flucht vor der Revolution auf ihr Schloss in Coupé bei Genf. Coupé. Ist es nicht auch ein Auto? Ein S-Coupé oder irgendwie sowas? Im Lauf ihres Lebens flieht sie immer wieder vor politischer Repression und drohender Verbannung. 1794 Rückkehr nach Paris. Zeitweise unterstützt sie Napoleon, zu dem sie später in Opposition geht. Ich wollte sagen, Beziehung zu Benjamin Constant. Sie unterstützt Napoleon, nur um ihn später in Opposition zu gehen. Krass. 1802, Verbannung durch Napoleon. Na okay, er hat sie ja auch gebannt, ne? 1803, 1804 und 1807, 1808 reisen durch Deutschland. In Berlin, na okay, sie ist gerade mal zweimal ein Jahr lang durch Deutschland gereist. Und da oben steht Deutschlandreisende, also es sind ja gar keine großen Bedingungen, um diesen Beruf zu haben. Coupé ist eine Art Dach, hätte ich gesagt. Ah, okay. Aber hier ist es auch nicht Coupé geschrieben wie du, sondern C-O-P-P-E-T, Coupette, Sopet. Vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen. Erfolgreiche Autorin, politische Schriften, Kulturkritik, Dramen, Romane, Reiseberichte. 1813 erscheint es von, das hört sich irgendwie schon wie so eine frühere Version von einer Bloggerin an. Politische Schriften, Kulturkritik, Dramen, Romane, Reiseberichte. Das Lifestyle von der standardheutigen Bloggerin, ne? 1813 erscheint das von Napoleon im Manuskript konfiszierte Werk De l'Allemagne in London. 1817 tot in Paris. Dann ist er gestorben. 1875. Oh, boah, der hat noch 30 Jahre nach ihr gelebt. Schon crazy. Die haben auch gar nicht lange zusammen gelebt, weil er hat sich erst in, er hat um 1801 hat er sie kennengelernt und sie ist ja in 1817 gestorben. Das heißt, er hat sie kennengelernt, 16 Jahre später ist sie schon gestorben. Das ist auch nicht so ein langes Leben, das man miteinander verbracht hat, ne? Den hier. E.T.A. Hofmann, hatten wir den nicht schon? Ich hab, ah doch, oh, den habe ich zweimal. Ja, okay, eins kann den Müll. Ich, ist einfach nur auf meinen Boden geflogen. Warum mache ich sowas? Jetzt muss ich es aufheben und wegschmeißen und in den Müll tun, weil ich versuche ordentlich zu sein. Josef von Eichendorff, der letzte Romantiker. Was, ist die Romantik gestorben oder wie? Ich bin dir ehrlich, ich will nicht gemein sein, man soll nicht böse über tote Menschen reden, aber der passt schon zu der letzte Romantiker. Wenn man sozusagen denkt, nach ihm ist die Romantik gestorben, der sieht auch irgendwie so jemand aus, wegen dem die Romantik einfach weg ist, einfach gestorben. Wo sind denn seine Haare? Was sind denn seine Haare? Das ist eine Frage. Der hat so sehr dünne Haare auch, also seine Haare sehen extrem dünn aus. Wisst ihr, was ich meine? Der war bestimmt richtig lieb. Er sieht auch irgendwie lieb aus, ne? Aber der letzte Romantiker, was für ein Titel ist das? Geboren 1788 in Lubowitz, Schlesien, als Sohn einer katholischen Landadelsfamilie, so ist es ausgesprochen, Landadelsfamilie.
1801 Verlust des Familienvermögens durch Spekulation des Vaters. Er hat Probleme mit seinem Papa gehabt, oder wie? Jurastudium in Halle und Heidelberg. Ein Rechercheauftrag von Josef Görres ermöglicht eine Bildungsreise nach Paris. Ich würde auch gerne so eine Bildungsreise umsonst bekommen. 1809 Berlin, Privatvorlesung bei Johann Gottlieb Fichte. Begegnungen mit Clemens Brentano und Achim von Arnim. Ah, er hat die zwei Liebhaber hier getroffen. Nicht die. Das sind die doch, ja. Die zwei Süßen, die Cuties. 1810 bis 1813 Abschluss des Studiums in Wien mit engem Kontakt zu Friedrich Schlegel und Adam Müller. 1813 bis Ende 1815 Teilnahme an den Freiheitskriegen gegen die napoleonische Besatzung. Beamtentätigkeit im preußischen Staatsdienst in Breslau, Danzig und Königsberg. Ab 1831 in Berlin, 1844 Pensionierung, 1857 Tod. Okay, aber der hat schon bis zu 70 gelebt. Ein guter Alter für diese, für die Zeit. Alle sehr privilegiert, ja, die kamen alle von reichen Eltern, ne? Lebenslange Tätigkeit als Lyriker und Erzähler. Seine Gedichte wurden vielfach vertont. So. Der nächste. Der hat mich gerade irgendwie geflasht, der erinnert mich an jemand, aber ich weiß gerade nicht mehr wer. Karl August van Hagen von Ense. Stabiler Name. Kosmopolischer Literat und unbequemer Chronist der Romantik. Was ist denn ein unbequemer Chronist? Ich bin angenehmer Freigeist und vielfältiger Weltreisende. Vielfältige Weltreisende. Chronist, ja. Unbequemer Chronist ist der. Aber ich finde ehrlich, der sieht schon bequem aus irgendwie. Geboren 1785 in Düsseldorf als Sohn eines Arztes. Ja, ich verstehe, warum unangenehm. Stell mir vor, dein Vater ist Arzt. Der Medizin in Berlin und Halle Hauslehrer in Berlin-Hamburg. Liberaler Homme des Lettres und Meister der Geselligkeit. Ich bin angenehmer Freigeist, ich bin vielfältige Weltreisende und ich bin Meister der Geselligkeit. Meine drei Berufe fürs Leben. Er war ein Säufer. Ah, kennst du den sogar? Geschichtsschreiber. Bedeutet das Meister der Geselligkeit? Ich dachte, es bedeutet was anderes. Oder habe ich es nur falsch gerade gelesen? Wo war ich jetzt? Er schreibt mit Friedrich de la Motte Fouquet und August Ferdinand Bernhardi an einem Gemeinschaftswerk, dem parodistischen Roman Die Versuche und Hindernisse Karls. 1814 heiratet mit Rahel Levin, danach Teilnahme am Wiener Kongress im diplomatischen Dienst des preußischen Staatskanzlers Karl August von Hardenberg. 1833 gibt er Rahel ein Buch des Andenkens heraus. 1837-1838 erscheinen seine Denkwürdigkeiten, mit denen er die biografische Geschichtsschreibung begründet. Kontakt zu Goethe und Wilhelm von Humboldt. Freundschaft mit Heinrich Heine, Tod 1858 in Berlin. Ich verstehe nicht, Station gelebte Gleichheit. Ich verstehe nicht, was das bedeutet. Die haben alle so Stationen unter sich schreiben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit dem Museum was bedeutet oder ob das etwas über die sagt. Ich habe keine Ahnung. Heinrich Heine ist auch ein unbekannter Name. Also Heinrich Heine war auf jeden Fall ein unbekannter Name. Das war ja die erste Karte, die ich gelesen habe, ne? Ich habe es jetzt einfach mit Geselligkeit in einem altdeutschen... Ach so. Also ich saufe nicht, aber Meister der Geselligkeit, das bin ich.
Oh. Der kommt mir bekannt vor. Robert Schumann. Den kenne ich sogar, den Schumann. Komponist, musikalischer Poet und Goethe-Verehrer. Ey, Leute. Neues Ziel. Mein Lebensziel ist so etwas Großartiges in dieser Welt zu hinterlassen, dass es nach meiner Zeit Menschen gibt, die einfach als Emma-Verehrer dastehen. Beruf, Emma-Verehrer. Das ist aber, wenn man so die Welt hinterlässt, dann weiß man, man hat es erreicht. Ja, ruf hohe Ziele. Ich weiß, irgendwie mit jeder Karte bekomme ich ein höheres Ziel, aber ich fühle mich angesprochen. So, geboren 1810 in Zwickau als Sohn eines Verlegers, Buchhändlers und Übersetzers. Schumann schwankt zwischen der literarischen und der musikalischen Laufbahn. Nach einem Konzert des Geigers Niccolò Paganini widmet er sein Leben ganz der Musik. Mein zukünftiger Mann, ich erkenne ihn, weil er widmet dann mir sein Leben. Das ist meine Erwartung für meinen Ehemann, für meinen zukünftigen Ehemann. Nur, dass ihr Bescheid wisst. 1828 Begegnung mit der jungen Pianistin Clara Wieck. Die Heirat wird gegen den Willen ihres Vaters. 1840 gerichtlich erzwungen. Was? Die Heirat wird gegen den Willen ihres Vaters 1840 gerichtlich erzwungen. Ihr Vater wollte nicht, dass sie heiratet. Also haben die es geschafft, dass die Hochzeit gerichtlich erzwungen wird. Das ist ein bisschen heftig. Leg die Karten weg, sonst nimmt es noch Überhand. Im Namen Gottes, ja, so. Welches Jahr sind wir? Wir sind in 1810. Scheiße, wie krass. Das sind ja voll die Actions, die hier abgehen. Ich fühle mich, das ist besser als Re also wirklich, Leute, das ist meiner Meinung nach besser als Reality-TV. Einfach das Ganze. Komponiert bahnbrechende Klavierwerke und romantische Liederzyklen, unter anderem nach Heine, Eichendorff und Just. Ja, okay, die sind ja nicht so wichtig. In den Szenen aus Goethes Faust vertont er erstmals in der Musikgeschichte den Schluss von Faust der Zweite vollständig und ergänzt das Werk später durch weitere ausgewählte Szenen. 1852 wird seine Schauspielmusik zu Birons Manfred uraufgeführt. Durchlebt mehrere physische Krisen. Achso, ja, sorry. Durchlebt mehrere psychische Krisen. Ich bin dir ehrlich, ich fühle ihn. Haben wir nicht alle schon mehrere haben wir nicht alle schon mehrere psychischen im Deutschen Krisen überlebt? Das ist ein Motto fürs Lifestyle. Life-Motto. 1854 Einlieferung in die Nervenheilanstalt. Da bin ich gerade. Ich bin gerade symbolisch gesehen eingeliefert im Nervenheilanstalt. Oh, da ist er 1856 gestorben. Frauenrechte. Aber Frauenrechte heutzutage sind jetzt auch nicht besser, ne? Ludwig Tieck. Ludwig Tieck. Literarisches Allround-Talent. Vierte Beschreibungsziel. Ich bin, was bin ich? Ich bin angenehmer Freigeist. Ich bin vielfältige Weltreisende. Was war das andere? Ich bin Meisterin der Geselligkeit. Und jetzt bin ich auch noch Allround-Talent. Ich bin ein Allround-Talent. Oh, Allround-Talent. Viertes. Über meine Krise im Nachhinein. Ich lache über meine Krisen, während ich meine Krisen habe. Ich lache über meine Krisen eine Minute nach meinen Krisen und ich lache über meine Krisen ein Jahr nach meinen Krisen.
Und es hört sich scheiße an, also nicht scheiße an, es hört sich peinlich an eigentlich. Aber ich bin euch ehrlich, wenn ich anfange zu heulen oder wenn ich merke, so scheiße, so ein Ausbruch kommt, ich nehme mich auf. Und ich liebe es zu schauen. Sir Trash Player, guten Morgen. Aber ich bin dir ehrlich, dein Name, ist es nicht ein bisschen Negative Manifesting? Krisen, schreiben kann ich auch nicht mehr. Schreiben kann ich auch lange nicht mehr. Sprechen ist auch schon aus dem Fenster, wie du siehst. Aber irgendwie muss es ja weitergehen, ne? Geboren 1773 in Berlin als Sohn eines Seilermeisters. Seilermeister. Was ist das? Der hat so Glitch-Augen, ne? Aber der sieht nice aus. Der sieht richtig nice aus. Der sieht so aus wie die in den Filmen, die andere Leute helfen, so wegzuflüchten, weißt du? Das ist so dieser, der König kommt rein und sagt, hey Ludwig, hast du den und den gesehen? Und er sagt so, nee, ich hab die nicht gesehen. Aber heimlich sind die so in seinem Hinterversteck drinne. Wisst ihr, was ich meine? So, genau so sieht der aus. Das ist ein Koch. Ging die Frage bezüglich des Namens an mich? Ja, Sir Trash Player, die ging an dich, weil Sir Trash Player ist ja Herr Müllspieler sozusagen übersetzt. Und damit sagst du ja, deine Spielfähigkeiten sind Müll, also schlecht. Deswegen, das ist ein Koch. Nee, das ist ein Allround-Talent, ist es. Achso, Seilermeister meinst du, ist ein Koch. Ach. Boah, stell mal vor, du bist Sohn eines Kochs. Wie lecker muss denn jede Mahlzeit sein, die du isst? Wie lecker muss jede Mahlzeit sein, die du isst, wenn dein Vater einfach ein Koch ist? Ich bin dir ehrlich, das war von mir gerade extrem sexistisch, weil da steht nicht mal, dass es sein Vater war. Da steht einfach, er ist Sohn eines Seilmeisters. Das heißt, könnte ja auch eine Frau sein. Aber dann hätten die vielleicht Seilmeisterin geschrieben, ne? Von Herbst 1799 bis Sommer 1800 in Jena Kontakte zum Kreis der Jenaer? Frühromantiker und zu Clemens Brentano. Ist doch die Frau von dem anderen. Oder ist es der Bruder? Ach, keine Ahnung mehr. Von 1802 bis 1819 lebt Tieck mit seinen... Ey, ich bin dir ehrlich, so mehr ich das lese, merke ich, das ist alles ein Freundeskreis. Also die sind alle miteinander befreundet und irgendwie mit niemand anderem. Das ist so, als ob die deutschen Künstler alle so ein You can't sit with us Ding machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich stelle mir jetzt schon irgendwie vor, dass die ein bisschen wie die Mean Girls sind. So, du bist nicht freigeistlicher Künstler, du kannst nicht mit uns chillen. So halt, du bist kein Napoleon-Hasser. Du kannst nicht mit uns chillen. Ja, und der Maler hat sie gemalt und ordentlich Patte gemacht. So ist es. So ist es. Jemand dachte sich, ey, ich mal die alle mal. Ey, guck mal, der sieht schon teuflisch aus. Also, wenn du sowas auf dein Gemälde bekommst, dann will der Künstler einfach uns bezeichnen, dieser Mann war nicht gut. Johann Wilhelm Ritter. Muss ich noch weiterreden? Experimentator und Naturphilosoph. Okay. Experimentator. Sir ist ein Titel, kann man mit Herrn nicht auslegen. Doch, aber im Englischen würde man ja sagen, excuse me, Sir. Und im Deutschen, Entschuldigung, der Herr, ne? Genau, aber schlechter Spieler. Und ich möchte dir nur damit sagen, du bist kein schlechter Spieler. Du bist ein stabiler Spieler. Positivity. Kennst du diese Leute, so deine Freundin, er hat ja auch so Freunde, ich habe eine Freundin. Immer wenn sie mit mir ist, sie sagt dann so, also nicht nur wenn sie mit mir ist, generell, sie sagt dann immer so, ach, ich bin so dumm, ach, ich bin so dumm. Und jedes Mal, ich sage so, nein, du bist nicht dumm. Du bist perfekt. Weil wie wir über uns reden, hat einen Einfluss auf wie wir uns selbst sehen und betrachten. So.
Geboren 1776 in Samitz als Sohn eines Pfarrers. Apothekerausbildung in Liegnitz. Ab 1796 Studium in Jena. 1798 erste Buchpublikation über den Galvanismus, in der er auf experimentaler Basis den Galvanismus als Lebensprinzip zu beweisen versucht. Da steht jetzt aber nicht, ob es funktioniert hat, ne? Verbindung mit Goethe und Herder sowie den Frühromantikern, darunter Novalis. Ab 1805 an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Dort beschäftigt sich Ritter unter anderem mit Pflanzen- und Tierphysiologie, aber auch mit Grenzphänomenen der Physik. Grenzphänomenen der Physik ist meiner Meinung nach heutzutage das Studiumfach Metaphysik, und das ist ein sehr interessantes wissenschaftliches Fach, wo ich jeden vorschlagen würde, reinzugehen und sich ein bisschen zu informieren, weil das ist wirklich, das ist schon, also Phänomenswert, Deutsch. Galvanismus ist eine historische Bezeichnung für Muskelkontraktionen durch elektrischen Strom, laut Wiki. Ah, krass, okay. David Hawkins hat nämlich ein Gerät benutzt, das genauso Muskelkontraktionen bemisst und dadurch die Frequenzen der Energie des menschlichen Wesens in einer Bemessung halt darstellt. Und es ist das Gleiche, aber im Deutsch heißt es dann Galvanismus, was er gelernt hat. Weil das habe ich auch noch nie gehört, dass man durch Muskelkontraktionen die Frequenzen von der Energie, die unser menschlicher Körper produziert, bemessen kann. Du weißt doch gar nicht, wie ich spiele, aber aber guck mal. Nur weil jemand anderes es besser kann, heißt es nicht, dass du schlecht bist, weil es gibt immer jemand, der schlechter kann. Weißt du, was ich meine? Aber es soll ja Spaß machen, der Name ist Pascha. Mein Sir soll ich am Titel ausrichten, steht Sir von einem Namen. Du hast dich einfach edler gemacht und ich finde es auch, ich würde auch vielleicht so in meinen Namen Majestätin Emma, weißt du? Ich habe nur Spaß. Ich habe mich heute ein bisschen. Aber was ist majestätischer, als wenn dein Bild das einzige ist, das komplett in Gold gemalt ist? Wilhelm Heinrich Wackenroder, Vordenker der Kunstreligion. Der sieht auch wie so ein Vordenker aus. Vordenker bedeutet ja meiner Meinung nach einfach nur Forscher oder Pionier, jemand, der vor seiner Zeit ist, ne? Geboren 1773 in Berlin als Sohn eines Bürgermeisters, Freund und Mitschüler Ludwig Tiecks, Jurastudium in Erlangen und Göttingen. Zusammen mit Tieck unternimmt er Ausflüge durch Franken und den Harz. Er beschäftigt sich mit altdeutscher Kunst, mittelhochdeutscher Literatur, italienischer Renaissance und Musik, in denen das Konzept der Kunstreligion entfaltet wird. Dürer, Raphael und Michelangelo sind die Vorbilder der neuen Kunstanschauung. Seit Herbst 1794 lebt Wackenroder wieder in Berlin. 1796 wird er Kammergerichtsassessor, erhält sich zwischendurch längere Zeit in Dresden und Hamburg auf. Tod 1798 in Berlin. Postum veröffentlicht Tieck den Band. So. Aber der sieht aus, als wenn er heutzutage in der Schule gemobbt werden würde. Als Kind schon, aber das ist dann der, der gemobbt wurde als Kind und dann aber direkt der erfolgreichste von der ganzen Schule geworden ist, aber trotzdem sehr lieb im Herzen ist, weißt du? Der dann nicht sagt, oh, du hast mich früher gemobbt, so scheiß auf dich, sondern der sagt, alles gut, wir lernen alle. Wisst ihr, was ich meine? So sieht er aus. Richtig goldenes Herz. So. Der hier. Der erinnert mich an den Struppelpeter. Der Struppelpeter hat endlich seine Haare geschnitten. Ludwig van Beethoven. Ah, das ist B.
Beethoven? Das ist Beethoven! Boah. Das ist Beethoven, Leute. Ich habe noch nie ein Bild, also ich habe noch nie Beethoven angeblich gesehen, weil ich habe ihn gar nicht erkannt. Schabernack, woher weißt du, wie ein Wienser Zuhälter aussieht? Magst du uns was darüber? So halt, ne? Geboren 1770 in eine Familie von Hofmusikern in Bonn. Achso, okay. Komponist und musikalischer Freiheitskämpfer. Das wissen wir ja schon, dass er Komponist war. Aber ich wusste gar nicht, dass er Freiheitskämpfer war. Sein Vater will ihn zum Wunderkind erziehen. Hat er auch irgendwie geschafft. Doch der Junge rebelliert durch freies Fantasieren auf dem Klavier. Seit 1784 Organist, Cembalist und Bratschist an der Bonner Hofkapelle. Kehrt nach einem Studienaufenthalt 1792 in Wien nicht nach Bonn zurück. Der wollte halt nicht zu Papa nach Hause. Sondern nimmt Unterricht bei Joseph Haydn, brilliert als Pianist und Komponist und wird von adeligen Gönnern, hoho, fünfter Beruf, das ist Englisch, das gerade rauskam. Ich bin angenehmer Freigeist. Ich bin vielfältige Weltreisende. Ich bin Meisterin der Geselligkeit. Ich bin, was war das vierte? Was war das vierte? Ich bin Allround-Talent. Und jetzt bin ich auch noch adelige Gönnerin. Ich bin adelige Gönnerin. Ich bin euch ehrlich, ich schreibe mir diese Berufe auf. Ich bin bei einem Punkt angekommen, wo ich mir diese Berufe jetzt aufschreibe. Außerdem bist du bescheiden. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin bescheiden. Bescheiden ist gar nicht ein Wort, das ich für mich benutzen würde. Also, wir haben angenehme Freigeist. Was ist zu dieser Farbe passiert? Die gibt es nicht mehr. Die Farbe ist einfach weg. Was habe ich denn da gemacht? Ich muss es mir gar nicht aufschreiben, weil ich habe es ja auf Video. Von daher so. Also, sympathisiert mit Napoleon. Oh, der war Napoleon sympathisch. Zeigt sich jedoch tief enttäuscht über dessen eigenmächtige Kaiserkrönung und kratzt die Widmung seiner dritten Sinfonien Eroica an Napoleon aus dem Titelblatt wieder aus. Okay. Also er mochte Napoleon und dann war er enttäuscht von Napoleon. Ist ja auch okay. Komponiert wegweisende Werke aller Gattungen, darunter 9 Sinfonien, mit denen er die Musiksprache seiner Zeit revolutioniert. Wird von E.C.A. Hofmann in dessen Rezension der 5. Sinfonien zum Romantiker erklärt. Tod 1827 in Wien. Er hat 57 Jahre gelebt. Ist auch gut für den Zeitraum, ne? Heinrich von Kleist. Der sieht sehr lieb aus. Wirklich. Das war so der immer Gartenpartys hatte. Und der kommt so von richtig gechillten Eltern. Wisst ihr, seine Mutter und Vater, das waren so die, ja, alles ist gut, alles ist erlaubt. Chillt einfach eure Leben. So halt. Heinrich von Kleist, wirklich, habe ich noch nie gehört. Nee, ich sehe gerade Lebenskrise. Warte, ich komme gleich dazu. Dramatiker. Ich bin auch Dramatikerin, weil ich alles dramatisiere. Erzähler und ruheloser Zeitgenosse. Boah, ich habe neue Berufe dazu. Ruheloser Zeitgenosse, Erzähler und Dramatiker. Passt zu mir, passt. Geboren 1777 in Frankfurt an der Oder. Ich habe, seitdem ich in Deutschland lebe, jedes Mal, wenn ich meinen Standort Frankfurt eingebe, kommt Frankfurt am Main oder Frankfurt am Oder. Aber ich dachte mir, noch nie habe ich irgendetwas mit Frankfurt am Oder zu tun gehabt oder sogar gehört, außer wenn ich halt meinen Standort als Frankfurt eingebe. Wer ist es? Das ist Heinrich von Kleist. Aber heute habe ich zum ersten Mal jemanden gefunden, der von Frankfurt am Oder kommt. Der Heinrich von Kleist. 1792 Beginn einer Militärlaufbahn, ab April 1799 Studium der Physik und Kameralwissenschaften.
Kameralwissenschaften. Kameral, was ist das? K-A-M-E-R-A-L. Verlobung mit Wilhelmini von Zenge bis 1802. 1800, Abbruch des Studiums, Lebenskrise und Reisen nach Paris. 1804, Rückkehr nach Berlin. 1806, im Staatsdienst Königsberg. Lebenskrise und Reisen nach Paris. Ich bin euch ehrlich, wenn ich meine Lebenskrisen habe, dann reise ich auch gerne nach Paris, ne? Heinrich von Kleist, genau. Kennst du den, Marsan? Unter Kameralwissenschaft, Kameralist oder Kameralia verstand man im 18. und 19. Jahrhundert jene Wissenschaften, die den Kammerbeamten die notwendigen Kenntnisse für die Tätigkeiten der Verwaltung im absolutistischen Staat vermittelten. Das hört sich sehr verschwörungshaft an. Also in diesem wissenschaftlichen Bereich würde ich meiner Meinung nach alle Informationen drinne liegen, die wir wissen müssen, um Verschwörungstheorien als real darzustellen, als realistisch, als faktuell. So, das ist der Heinrich von Kleist. Erneut in Berlin, Herausgabe der Berliner Abendblätter, in denen Brentanos und Anims satirische Schrift verschiedene Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft erscheint. Zensur und Aufführungsverbot, Freitod mit der Freundin Henriette Vögel am kleinen Wannsee in Berlin. Oh, Freitod, heißt es, die wurden beide ermordet? Freitod ermordet. Oder haben sie sich zusammen umgebracht? Das hat ja Hitler auch gemacht, ne? Philipp Otto Runge, Selbstmord. Okay, warum haben die sich umgebracht? Ah, wegen Zensur und Aufführungsverbot. Freitod mit der Freundin Henriette Vogel in 1811. Am kleinen Wannsee bei Berlin. So halt, ne? Sad. Aber irgendwie auch romantisch. Philipp Otto Runge. Arabisch-Kennschöpfer. A-R-A-B-E-S-K-E-N, Schöpfer, Scherenschneider und Farbenlehrer. Aus Lust am Leben, so halt. Geboren 1777 in Wolgast, von Kindheit. Aber ich bin euch ehrlich, wirklich komplett ehrlich, hätte ich in 1777 gewohnt, also gelebt, in dieser Zeitspanne halt, wie er, hätte ich meine Freundin und keinen Bock mehr auf die Gesellschaft, bei der wir chillen, hätte ich wirklich einfach meine Freundin genommen und wäre rausgegangen. Also ich hätte ein paar Waffen, vielleicht so eine Waffe mir noch besorgt oder zumindest so ein Messer. Und weißt du, dann wäre ich einfach mit ihr ausgewandert. Damals gab es ja auch eh noch nicht so viel, so viel Landschaft, das von Menschen gelebt worden ist, sondern ich denke, es gab damals noch sehr, sehr viel Landschaft eigentlich, die frei war. Und da hätte man doch einfach nur irgendwie in den Wald gehen können. Ich meine, schau mal, auch hier in Frankfurt, es gibt Nachbarschaften, wo es noch so kleine Wälder gibt, die man halt in einer halben Stunde oder 40 Minuten komplett durchgelaufen ist. Und sogar dort drinne gibt es zahlreiche Pflanzen und Blumen, die man halt als Essen benutzen kann. Da gibt es sogar Plakate, wo das draufsteht, in Bitcoin investiert. So. Ja, also wenn ich jetzt in seinen Schuhen wäre, wäre ich wahrscheinlich irgendwo in einen Wald gegangen oder vielleicht irgendwo in der Nähe von einem See. Dann hätte man noch Fische sich angeln können, man hätte in dem Wald sich verstecken können, falls Leute halt hinterher waren und so Bitcoin erfunden. Genau, so halt. Und dann noch direkt Bitcoin erfinden, ohne dass es Technologien gab in diesem Zeitpunkt. Philipp Otto Runge, Arabisch-Kennschöpfer, Scherenschneider und Farbenlehrer, den hatte ich ja gerade schon erwähnt. Geboren 1777 im Wolgast, von Kindheit an fertigt er Scherenschnitte an. Kaufmannslehre, also bei Scherenschnitte stelle ich mir jetzt diese Scheren vor, die es für Kinder gibt, die verschiedene Muster haben. Wisst ihr, was ich meine?
Guten Tag, Nasei Gunlukleri. Guten Tag. Wie viel Uhr haben wir? Ich habe noch Zeit. 1802 kritisiert er die am Ideal der Antike orientierten Preisaufgaben, um Goethe als veraltet in ihrer Kunstauffassung, Bekanntschaft mit Ludwig Tieck, Caspar David Friedrich und seiner späteren Ehefrau Pauline Susanne Bassange. Umzug nach Hamburg, Runge schickt den Grimms zwei deutsche Märchen für ihre Sammlung. Mit Tieck plant er Texte zum Zyklus der Zeiten. Seit 1806 Briefwechsel mit Goethe zur Farbenlehre, 1809 mit Arbeit an der patriotischen Zeitschrift Vaterländisches Museum. Kurz nach der Veröffentlichung seiner Abhandlung zur Farbenkugel stirbt er 1810 in Hamburg. Der hat auch nicht lange gelebt. Gerade mal 33 Jahre. Ja, es gab zwei Frauen und jetzt haben wir die dritte Frau, die Rahel van Hagen von Ense. Ah, warte, wir haben noch einen von Ense gehabt. Wo ist denn der von Ense? Der hatte genau so einen langen Namen. Also sein Name hatte auch vier... Hier ist es, guck mal. Es gibt einmal Karl August van Hagen von Ense und dann gibt es Rahel van Hagen von Else. Ah, die waren Geschwister. Oh, die sehen auch wie Geschwister aus, ne? Die haben sogar in den Haaren ähnliche Locken. Seine Augen kann man nicht sehen. Aber ich würde schon sagen, dass die Nase sehr ähnlich ist. Außer, dass ihre Nase nicht so spitz ist wie seine. Und sie ist auch älter, das ist seine ältere Schwester. Sie ist nämlich 1771 geboren und er ist in 1785 geboren. So. Nach dem Tod des Vaters 1790 ändert die Familie ihren Namen in Robert. Der Vater ist 1790 gestorben. Er war 5 Jahre alt, wo sein Vater gestorben ist. Das ist schon sad. Das ist schon sad. Das ist sad. Um 1800 ersten Salon im Elternhaus in der Jägerstraße. Ich glaube, wir kennen alle eine Jägerstraße, wenn wir in Deutschland wohnen. Ne? Zu den Gästen gehören die Brüder Humboldt, Ludwig Tieck und Prinz Louis Ferdinand von Preußen. 1808 bezieht sie in eine eigene Wohnung. Ihre Beziehung zu Karl August van Hagen von Ense. Ah nee, sie hat ihn geheiratet. Die waren zusammen. Sie war älter als er. Wow. Sie ist 14 Jahre älter als ihr Mann. Crazy. Crazy! Nein, Spaß. Aber für die Zeit ist es eigentlich schon crazy. Weil du musst dir vorstellen, Ende 1700er ist es ja gerade mal noch normal geworden, dass Männer nicht mehr junge Mädchen abgeheiratet bekommen haben. Und dass sie auch noch ein Mann heiraten konnte, der 14 Jahre jünger als sie ist. Stabil, Sugar Mama. Ja, aber er kam eigentlich von reichen Eltern. Guck mal, sein Vater ist Arzt und hat einen Teil gespielt in der Französischen Revolution. Das heißt, er war auch reich. Er hat sie gar nicht für Geld geheiratet. Sie ist auch gar nicht, glaube ich, so reich als er, weil ihr Vater war nur Kaufmann und Kaufmann und Bankiers. Bankier hört sich schon sehr edel an eigentlich, wenn wir jetzt überlegen. Ihre Beziehung zu Karl August, also ihre Beziehung mit ihm beginnt, den sie nach der Konversion und der Taufe auf den Namen Antonie Friederik 1814 heiratete. Sie hat ihn sogar unter einem anderen Namen geheiratet. 1815 trifft sie in Frankfurt am Main auf Goethe, den sie verehrt und der sie eine schöne Seele nennt. Oh, sie hatte auch mit Goethe was. Also, sie hatten nichts was, aber sie hat Goethe verehrt und er hat sie eine schöne Seele genannt. Goethe hatte aber auch eine Liebhaberin, das habe ich auch in diesem Deutschen Romantikmuseum gesehen. Er hat eine Liebhaberin, er hat sie getroffen und er hat gesagt, die einzige Zeit, wo er sich wohlgefühlt hat,
war, wo er mit ihr war. Und das hat er ihr auch sein Leben lang dann in Briefen immer geschrieben. Es war auch richtig süß. Kind of. Die haben ja nicht zusammengelebt, also auch ein bisschen schade. 1815 trifft sie in Frankfurt, warte, das habe ich schon gelesen, Aufenthalte in Wien, Karlsruhe und Baden-Baden. Wie unkreativ muss man sein, dass man sein Land Baden-Baden nennt. Wirklich. Ich hoffe, keiner hier. Kaufmann war sehr lukrativ. So halt, ne? Der hat wahrscheinlich diese Schwarzgelder-Sachen gemacht. Ja, guck mal, die sehen schon reich, reich aus. Also reich, reich. Guck mal diese Kette an, das ist so... Puh. Guck mal ihr Gesicht an. Rückkehr nach Berlin, zweiter Salon in 1819. Erst in der französischen und dann in der Mauerstraße. Gäste, Bettina von Anim, Heinrich. Also sie hat auch für berühmte Leute halt die Haare gemacht. Tod 1833 in Berlin. Sie war 62 Jahre alt, wo sie gestorben ist. Das ist aber eigentlich stabil, ne? Bei Reich wäre eigentlich noch ein Klunker an der Kette. Ah, wirklich? Das ist auch gut zu wissen. Aber ich bin dir ehrlich, guck mir ihr Gesicht an. Das ist dieses, ich habe Geld, ich muss es nicht zeigen. Ihr könnt mir nichts sagen. Ich, ist mir scheißegal, was ihr denkt. Wisst ihr, was ich meine? So, so mäßig. Guck mal. Der Creator von Microsoft, was ist der nochmal, Bill, wie immer der auch heißt, der Typ, der Microsoft gemacht hat, der ist auch ein Billionär, ja, oder ein Trillionär sogar, der geht auch nur in No-Name-Klamotten raus, der zieht auch immer nur von Walmart oder so ein T-Shirt an und dann irgendwelche Shorts, weißt du, und der hat auch Billionen oder Trillionen auf der Bank. Aber er zieht sich halt jetzt auch nicht so an, als ob er reich ist. So halt. Ich muss kurz Pipi machen. Okay, ich bin back. Trillionen, genau. Geld spricht, Reichtum schweigt. So ist es. Ich habe mal eine Doku geschaut über die 100 reichsten Leute in Deutschland. Und da haben die auch gesagt, dass die meisten geweigert haben, in dem Interview mitzumachen. Und dann hat der Interviewer gesagt, aber das ist normal. Die Leute, die wirklich reich sind, sind die, die meistens da nicht über ihren Reichtum reden. Allerdings hatte das aber auch mit den deutschen Reichen zu tun, weil die meisten halt den Reichtum noch damals von dem Zweiten Weltkrieg bekommen haben. Das heißt, das sind halt dann die Leute, die Nachkömmlinge sind von Leuten, die halt in dem Zweiten Weltkrieg das Ganze benutzt haben, um ihren Reichtum zu steigern. Genauso die Erben halt davon. Und deswegen wollen auch viele dann nicht über ihr Geld reden, weil es dann viele Leute noch gibt, die halt andere Meinungen dazu haben. Zum Beispiel, wisst ihr, Hitler hat ja damals von überall das Gold genommen und dieses Gold haben halt noch bestimmte Familien, die damals dort mitgemacht haben, auch wenn es vielleicht heutzutage nicht mehr so legal wäre oder... Darüber habe ich auch viele Dokus gesehen, wo sind denn alle Sachen hin, weil viele Sachen wurden einfach nicht wiedergefunden oder vieles
von den Eigentumssachen, die während dem Reich von Hitler geklaut worden sind, nicht mehr aufgetaucht sind. Oder manche tauchen jetzt immer noch auf. Das heißt, irgendjemand sehr Reiches stirbt und dann finden die bei ihm im Lager irgendwie Sachen, die noch damals verloren worden oder geklaut worden sind. So halt. Ich finde diese Farbenpalette so schön. Ich bin jetzt mit meinen Kärtchen fertig. Ich habe mir die genommen. Ich wollte die eigentlich in der Wohnung aufhängen. So eine Art Museum dann hier in meiner Wohnung gestalten. Allerdings habe ich mir dann es nochmal überlegt. Ich dachte mir, warum will ich diese Leute auf meiner Wand hängen? Lieber will ich mich auf meiner Wand hängen haben. Und deswegen werde ich jetzt auch demnächst, ich nehme noch ein paar schöne Bilder und dann werde ich demnächst mir die ausdrucken. Aber ich habe überlegt, mir die in so einer Qualität auszudrucken. Weißt du, ich habe nämlich auch, man kann ja normal zu DM gehen und dann einfach normale Selfies von einem auch ausdrucken lassen. Aber die sind dann immer in der Qualität wie ein richtiges Foto. Aber dieses auf Gemäldeart, das finde ich nice. Das kann man aber auch mit normalen Fotos machen. Es gibt bestimmte Apps, die so Filter haben. Ne? Und so, ich werde mir dann ein paar verschiedene Filtern mäßig raussuchen. Und werde dann dadurch irgend so ein cooles Gestalt machen und meine Wand mit dekorieren. Und dann werde ich es euch zeigen. So, jetzt zeige ich die Swatches von heute nochmal. Die sind in dem anderen Video ja auch drin. Aber ich zeige die nochmal, weil ich jetzt, das war ja mit Buntstiften. Und ich habe jetzt meine Markers geholt und habe mir überlegt, einfach mit meinen Markern auch ein paar Swatches zu machen. Weil ich Swatches, ich finde die so schön einfach. Ich finde es beruhigend zu machen. Und ja, deswegen gehen wir jetzt mit meinen Markern weiter. Und dann schauen wir, welchen wir zuerst nutzen. Beziehungsweise, wie ich das mache. Die hier sind jetzt auch keine speziellen Marker, sondern die habe ich ehrlich gesagt bei Woolworth für 10 Euro geholt. Steht auch noch da drauf. Ich versuche es gerade abzukriegen, weil ich mag nicht, wenn die, nicht wegen dem Preis, einfach ich mag nicht, wenn diese Dinger draufkleben. Ich will, dass die Verpackung einfach nur die Verpackung ist. Aber was ich hasse, ist, dass die so Papierdinger drauf machen, weil ich kriege die nie ab, ohne die Verpackung zu, nicht kaputt zu machen, aber wisst ihr, ohne dass es nur so halbgemäß abkommt. Und das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Swatches, ja mäßig. Aber ich dachte, Swatches sind so primär nur bei Schminken der Fall. Wisst ihr, was ich meine? So. Aber ich habe überlegt, es irgendwie zu machen, so dass ihr es auch sehen könnt. Hier sind auch nicht so viele Farben. Boah, ich habe heute ein Video gesehen, die hat einfach 320 Markerfarben gehabt. Das war krass. Und sie hat gesagt, um die Swatches bei denen zu machen, hat es ihr drei Stunden gedauert. Crazy, oder? Na, fangen wir an. Ich werde es so machen, dass ich so swatche. Wie soll ich das denn machen? Noch ein bisschen länger. Ich mache die Swatches so, dass ich einmal nur einmal mit der Farbe mache und dann ein zweites Mal rübergehe, weil es ist meiner Meinung nach auch sehr interessant, immer zu sehen, wie die Farbe in der dunkleren Version aussieht. So, Lemon Yellow. Eigentlich wollte ich auf der anderen Seite anfangen, aber scheiß drauf. Oh, ja, weil es geht durch. Hm. Leute, ich bin aber auch ein Lelek. Guck mal, ich habe es hier gemacht und jetzt ist es aber hier durchgekommen. Und das Earth Red ist jetzt ein bisschen mit dem Lemon Yellow gebunden.
Aber ich mache es jetzt nochmal neu und ich mache es auf diesem Blatt. Und ich mache es auch anders. Das heißt, ich mache es oben so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Ich habe jetzt den Swatch ein bisschen anders gemacht. Yellow Lemon, oder? Lemon Yellow. So. Ah, hallo Thomas. 6 mit Joule-Datteln habe ich gerade gegessen. Sehr lecker. Boah, das hört sich sehr lecker an. Das hört sich wirklich lecker an. Ich habe gestern im Aldi ein neues Brot, also so ein Bagel-mäßig probiert, das aber sehr gesund ist. Ich habe allerdings vergessen, wie man es nennt. Wenn ich es heute nochmal hole, dann schicke ich dir ein Bild. Weil ich habe jetzt Boxen angefangen und mein Trainer, mein Boxtrainer, der hat mich auf einen Spaziergang zu Aldi genommen und ich habe ihm gezeigt, die Donuts und die Quarkbällchen, die ich eigentlich zum Frühstück esse. Und er hat mir es nicht erlaubt. Und dann haben wir das ganze Gebäckdings bei Aldi eins für eins jedes durchgeschaut und haben nur dieses eine Ding gefunden, wo er gesagt hat, das darf ich essen und ich gesagt habe, das möchte ich auch essen. So. Die nächste Farbe. Melon Yellow. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Ich will eigentlich, dass das ein bisschen weiter. Marsan, woher kommst du eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe noch nie mit dir geredet. Potato Brown, das ist Kartoffelbraun. Aber ich bin euch ehrlich, meine Kartoffeln sind nicht so braun, ne? Kartoffeln sind doch eigentlich ein bisschen heller. Also Kartoffeln sind schon heller als das, muss ich sagen. Oder kennt ihr, also habt ihr so dunkle Kartoffeln? Wer weiß, vielleicht kenne ich mich eigentlich einfach nur nicht gut mit Kartoffeln aus. Wisst ihr, was ich meine? So halt. Jetzt haben wir Vermilion. Oder warte, ich warte doch lieber, ab, ich diese Packung. Brick Brown. Das ist jetzt Brick, also Steinbraun, so mäßig. Mal gucken, wie es rauskommt. So, steinbraun, Kartoffeln sind doch eher gelb. Genau, das habe ich auch gedacht. Das ist nicht kartoffelbraun. Aber okay, jetzt ist es getrocknet, es ist schon ein bisschen heller geworden. Aber trotzdem, also meiner Meinung nach nicht kartoffelbraun, aber egal. Ich muss mal so eine Karte benutzen,
Weil bei den dunkleren Farben geht es ein bisschen durch. Und ich möchte nicht Papier verschwenden. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach nicht gut für die Umwelt. Jetzt gehen wir zu Vermilion. Ich verstehe nicht, warum die nicht einfach Orange geschrieben haben, weil es keine andere Orange in diesem Dings gibt. Aber statt eine Orange reinzumachen, haben die sich auf Vermilion entschieden. Ja, okay. Ist halt so. Also es sieht gar nicht wie Orange aus. Da muss ich sagen, die gelben Farben sehen eher wie Orange aus. Das ist aber eine sehr schöne Farbe. Also hier, das ist Melone gelb, aber das ist ja eher orange. Das hier ist Vermilion, aber ich finde diese Farbe sehr schön. Ich finde also Ziegelbraun. Was sind denn Ziegel? Das ist schön. So machen, dass dann jetzt Rot kommt. Aus dem Englischen übersetzt, Vermilion ist es sowohl ein leuchtend rotes oder scharlachrotes Pigment, das ursprünglich aus dem pulverförmigen Mineral Zinnober hergestellt wurde, als auch die entsprechende Farbe. Brick, dachte ich. Ah, okay, Ziegelbraun, ja. Das hier ist Ziegelbraun, Brick Brown. Und das hier ist dann ein scharlachrotes Pigment. Und ja, das sieht schon so aus und es ist eine sehr schöne Farbe. Sehr, sehr schöne Farbe. Sehr, sehr schöne Farbe. Es gibt eine Farbe, das ist so ein Neongrün und damals, wo die diese Farbe hergestellt haben, haben die es aus einem acidischen Dings, glaube ich, produziert. Also ich kenne mich jetzt nicht mit den Chemikalien aus, das so giftig war, dass wenn es nass geworden ist, hat irgendein Chemikal in sich in Gas aufgelöst und beim Einatmen direkt tot. Krass, oder? Weil die Farbe haben dann viele Leute benutzt, auf die Wände zu bemalen und Verpackungsdekorationen und so. Und viele Leute haben sich dadurch gefährdet. Und es ist dieses, nur weil eine Firma sagt, es gibt keine Probleme dazu, passt immer auf. Weil die Firmen sagen immer erst, dass es Probleme gibt, wenn jemand davon gestorben ist. Weil dann wird es gerichtlich gezwungen, dass die vorsichtiger sind. Und ja, wir wollen ja nicht, dass immer erstmal Leute sterben müssen, bis Verbesserungen kommen, ne? Weil das ist doch eigentlich einfach nur ein bisschen drastisch, meiner Meinung nach. Vivid Red, ja, das ist auf jeden Fall ein Vivid Red. Da stimme ich zu, die Farbe haben sie gut benannt. Auch nicht gerade gesund. So, die ersten Konserven wurden mit Blei. Schau. Das aber auch, also die haben ja auch damals in Coca-Cola Koks drin gehabt. Da kommt ja das Coca eigentlich her, glaube ich. Und im Babypulver, im Babyformeln haben die ja auch eine Zeit lang Koks oder Heroin oder sowas drin gehabt. Weil die Babys dann besser eingeschlafen sind. Aber natürlich sind die besser eingeschlafen. Die waren auf Koks. Okay, Vivid. Nee, Wine Red.
Weinrot, aber okay, Weinrot kennt jeder. Ich glaube, wenn eine Firma auch Weinrot falsch verpacken würde und darstellen würde, das wäre schon peinlich. Ja, gucke, haben die indigenen Völker im Bergbau länger ackern. Natürlich kann man länger ackern dann, ne, wenn man ein bisschen Koks gezogen hat. Boah! Boah, boah, boah. Okay. Habe ich eigentlich alle? Ja, ich habe alle. Ja, ich habe alle. Ich muss jetzt gucken, wie ich weitermache mit den Farben. Ich glaube, nach Weinrot gehe ich zu ein Lila. Mhm. Ich organisiere gerade meine Farben im Sinne von, welche ich wann machen möchte. Irgendwie so. Und dann irgendwie so. Und dann irgendwie so. Und dann irgendwie so. Dann so und dann so. Leichteres Lila und dann Blau. Ja, so mache ich es. Okay, jetzt habe ich die organisiert und jetzt machen wir weiter mit Lila. Um sich ruhig zu halten. Heroin wurde im 16. Jahrhundert bei den adligen Kindern in Schokoladenform verabreicht. Oder 18. Jahrhundert. Ja, sowas habe ich nämlich auch gehört, weil die dann ruhiger waren, ne? Aber es ist, weil die komplett aufgekokst sind. Das haben die aber auch mit Alkohol gehabt, glaube ich. Dass die irgendwas von Alkohol denen auch irgendwie angegeben haben. Ich glaube, die haben auch ja Kaugummi zum Beispiel. Der wollte gar nicht Kaugummi entdecken, sondern er wollte einfach eine kinderfreundliche Version von, wie nennt man dieses Spieldings, das so aus, nicht Gummi ist, Slime, so Slime, wisst ihr, diese Slime-Spielsachen. Und er wollte das für Kinder in einem sicheren Weg produzieren, weil wenn kleine Kinder Slime essen, ist es ja tödlich. Und da hat er aus Versehen Kaugummi entdeckt. So. Pastel Violett. So. Sieht auch schön aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir Purple. Also wirklich, Leute, diese Farbe hier heißt lila-grau, purple-gray. Das ist kein purple-gray. Das muss ich nur sagen. Das ist ein bisschen komisch, aber we'll let it slide. I will let it slide. It's okay. It's okay. You are purple-gray. That's just what you are. You are purple-gray. That's just what you are. Be what you are, you purple-gray marker. Das ist mein Nachbar. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Im Englischen gibt es das Wort Grey. Das ist eine Farbe. Manchmal wird es mit einem A geschrieben und manchmal mit einem E. Zum Beispiel hier haben die G-R-E-Y geschrieben. Aber, also bei den Markern. Aber bei den Buntstiften haben die nämlich Grey. Wo habe ich es aufgeschrieben? Ja, bei den Buntstiften haben die Grey mit A buchstabiert.
Und meine Frage ist, ist es Grey, das, also es ist ein englisches Wort, du sollst es vielleicht als Amerikanerin wissen, aber ist es jetzt mit A oder mit E geschrieben? Weil das sind zwei verschiedene, ne? So. Grey kenne ich schon. Genau, aber ich, also bei den Buntstiften, die ich bestellt habe, haben die es nämlich G-R-A-Y buchstabiert. So. Jetzt sind wir bei Baby Pink. Oh, diese Farbe ist irgendwie ein bisschen reingedrückt. Warte, ich zeige euch einen Vergleich. Seht ihr das? Baby Pink. Pink, Fruchtepink. Wahrscheinlich ist es eine britisch-englische. Du bist so schlau. Schabernack. Schabernack. Du bist stabil. Du bist stabilio. Ich mag Leute, die schlau sind. Also nicht, nein, Spaß, ich feiere es richtig, wenn Leute so einen Verstand haben. A ist Amerika, E ist England. Guck. So ist es. Merci. De nada. Denkt ihr, das Colorless Blender, das ist nicht weiß, das ist ein farbloser Blender. Können wir mal sehen. Oh wow, ja, wirklich. Ich schreibe trotzdem Colorless Blender mal auf. Ich bin dir ehrlich, mein Ex war auch so ein farbloser Blender, ne? So halt. Übergangsfarbe, ja, irgendwie, ne? Das sieht man auch nicht mehr. Also hier sieht man es noch ein bisschen, aber hier fast gar nicht mehr. Aber ist okay, jetzt haben wir Salmon Pink, okay. Das ist jetzt Lachspink, aber das ist viel zu hell, um Lachspink zu sein. Hier zeige ich euch jetzt mal Lachspink. Das ist Lachspink, ja? Das ist nicht Lachspink. Das ist eher so ein Whitetail-Fisch. Wisst ihr, was ich meine? Oder so ein Flounder-Fisch. So, das ist das. Ja, nee, auf keinen Fall. Nee, mm-mm. Nee. Nee, 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 nee. Das ist kein Lachspink. Das ist beige. Oder so eine Art von beige. Wisst ihr, was ich meine? Aber okay, ich muss ja auch sagen, ich habe diese Stifte von Woolworth bekommen für 10 Euro. Also kann ich mich jetzt auch nicht beschweren, dass es nicht professionell künstlerisch benannt wird. Ne? Jetzt haben wir Warm Grey, also ein warmes Grau, weil wir ja kalte Temperaturen haben und da wollen wir halt nicht im kalten Grau malen, sondern im warmen Grau. Ne? Ja.
warmgrau. Es sieht auch so aus. Es ist, hat auch sehr, eine sehr, sehr ähnliche Farbe zu meiner Decke. Und die ist eine sehr warme Decke. Von daher passt es. Übereinstimmt, ja, super. Jetzt haben wir, oh, nee, das hatten wir schon. Oh. Ha. Es gibt einmal. Oh, wow. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, krass. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr welches. Doch, ich glaube, ich habe das zuerst mit. Es gibt 3 Warmgrau. Es gibt kein Kaltgrau. Die wollten, wir haben kein Kaltgrau, wir haben aber 3 Warmgrau. Einmal Warmgrau Nummer 2, einmal Warmgrau Nummer 4 und einmal Warmgrau Nummer 6. Den ersten haben wir ja jetzt schon hinter uns, dann machen wir jetzt Warmgrau Nummer 4. Ich sollte auch die Nummern dann vielleicht da hinschreiben, warte. Oh ja, wow. Einerseits finde ich es schon unnötig, dass man in so einem Color Set mir 3-mal die graue Farbe gegeben hat, weil ich denke mir, von allen Farben, die man in diesem Set ergänzen könnte, ist grau eigentlich eine Farbe, die man am wenigsten ja benutzt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es aber so unter Künstlern so, boah, grau und dann auch noch warmes Grau. Oh mein Gott. Ja, warmes Grau 2 ist offensichtlich kälter als die anderen 2. Hallo, das ist doch Logik. Und ich ergänze jetzt auch noch direkt bei Warmgrau 1 die Nummer 2, weil es nicht Warmgrau 1 ist, sondern es ist das erste Warmgrau, das wir ausprobiert haben. Es war aber Warmgrau 2. Da sieht man auch schon den Unterschied. Das ist aber irgendwie auch ein bisschen so metallisch, ne? Wenn man vielleicht so ein Silber machen möchte, ist es gut. Und jetzt machen wir Warmgrau 6. Oh. Okay. Dun, 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 dun. Dann haben wir alle Warmgraus. Einmal Warmgrau Nummer 2. Einmal Warmgrau Nummer 4 und einmal Warmgrau Nummer 6. So, alles stabil. Hätte ja auch das zweitwärmste sein können, demnach. Aha. Kennt ihr dieses Pff-Meme? Ich würde das gerne so hier gerade aufs Bildschirm machen. So hier. Aber, eins, ich weiß nicht, ob es bei Twitch überhaupt geht. Und zwei, ich würde auch nicht wissen, wie es geht, wenn es geht. So. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit Schwarz. Hier gibt es keine Temperaturen. Hier gibt es nur eins. Aber es würde mich interessieren zu sehen, wie tief das Schwarz geht. Und ja, es geht schon verschiedene Tiefrichtungen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Hm, scheiße. Und da. Du, 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 du. Black. Es war auch kompletter Zufall, dass ich mein Weiß, sieht man fast nicht, und mein Schwarz untereinander habe. Aber wenn man aufs Papier schaut, dann sieht man noch das Weiße. Also ich sehe das Weiße. Ihr seht es. Ah, ihr seht es auch. Guck. So hier und hier. Es sieht eher so aus, als ob etwas so durchdrückt von der anderen Seite, aber das ist das Weiß. Also ich finde optisch am wärmsten. Du hast auch recht, es ist optisch am wärmsten, ne? Weil das aber auch tiefer ins Dunkle reingeht. Und dunklere Farben sind einfach meiner Meinung nach kältere Farben.
So. Jetzt haben wir Deep Violet. Wenn es Smart gibt, ist da immer so viel Action vor meinem Haus. Wir haben Light Violet, also einmal Deep Lila, tiefes Lila und jetzt einmal leichtes Lila. Aber ich meine, da versteht man ja schon, was damit gemeint ist, ne? Oh, shit. Jetzt muss ich unten noch ergänzen. Also Light Violet, Deep Violet. Aber hier, ich sehe den Unterschied, hier sehen die aber schon extrem ähnlich aus. Also extrem ähnlich. Tatsächlich werden Farben heller, je wärmer ein Objekt ist, aus der Physik betrachtet. Also, weißt du die Begründung dahinter? Weil ich kann mir vorstellen, es wird wärmer, so heller die Farbe ist, weil Licht ja... Helle Farben sind ja dann mit dem Licht mehr, also okay, ich, okay, weil Moleküle lösen sich in wärmeren Temperaturen mehr auf. Licht ist ja tatsächlich einfach nur ein Strahl, der durch etwas kommt. Das heißt, man kann verstehen, dass hellere Farben mehr Licht durch sich zeigen, weil die mehr auseinander sind, weil die wärmer sind und deshalb auch mehr Licht durch diese wärmeren Farben durchkommt. So, so kann ich es mir in meinem nicht ärztlichen Gehirn vorstellen. Kobaltblau, Kobalt, also Kobalt, C-O-B-A-L-T, das ist doch eine Art Pistole, oder? Also ich dachte, das ist eine Waffe, so Kobalt. Ich glaube, wo wir damals über die Revolutionary War gelesen haben, kam das Wort vor. Krass, oder? Ich weiß noch sogar, wann ich das Wort so richtig gehört habe und den Nutz gesehen habe, aber ich weiß nicht mehr, was die tatsächliche Bedeutung ist von dem Wort. Mein Gehirn ist auch anders. Cobalt Blue. Kobalt ist ein Metall. Ach, guck mal da. Ey, Leute, ich liebe, wie schlau ihr seid und wie ergänzungsreich ihr seid. Hat etwas mit dem Licht zu tun. Wir nehmen ja nur das Licht wahr. Ja, guck. Meine Theorie ist, glaube ich, auch richtig. Aber natürlich stimme ich mir selbst zu. Indian Blue, also Indianerblau, ist auch eine schöne Farbe. Diese Indianerblau ist extrem, wow, ich zeig's euch, wow. Guck mal, wie schön diese Farbe ist. Ich finde die nice. Ich finde die extremst nice. Indien, nicht Indianer. Also es steht Indian Blue. Und Indian... Indian mit A, weil es ja auch Englisch ist. Hieß ein Indian. Indian ist übersetzt Indianer. Also Indianerblau. Schon Indianerblau. So. Minz Blue. Minzeblau. Ist Minze nicht grün? Ja, bei den Buntstiften gab es eine grüne Minze. Guck, warte. Ich hab's gleich.
Hier. Mint Green. Aber jetzt werden wir, also das ist Mint Green. Und jetzt werden wir aber gleich sehen, was Mint, blaue Minze ist. Weil es gibt angeblich grüne Minze und blaue Minze. Und wir wussten es einfach alle nicht, weil wir nicht cool genug sind, um das zu wissen. Indien ist ein Land, ja, Indien, aber in Englisch heißt Indien ja India. Und es ist nicht Indien blau im Sinne von India. Oder vielleicht doch India gemeint, dann das Land. Und nicht Indianer, wie ich dachte. Okay, weil Indianer sind Native Americans. Scheiß mal auf mich. Indigo-Blau wäre was anderes. Nee, das auf jeden Fall. Das wäre was anderes. Mintblue. Pale green. Pale in Deutsch ist blass. Blassgrün. Ich bin dir ehrlich. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe, was die gedacht haben, wo die das blassgrün genannt haben. Ich verstehe es. Ja. Blassgrün. Mhm. Blassgrün ist eine schöne Farbe. Also ich muss zugestehen, Minze Blau war ein komischer Name, aber Minze Grau und Minze Blau und Pale Green sind tatsächlich zurzeit meine zwei Lieblingsfarben von diesem ganzen Set. Meine Nase ist so dauerhaft am Itchen. Ich weiß auch nicht wieso. Und jetzt haben wir Grass Green, Grasgrün. Oder unter anderen Wörtern Marijuana. Deep Violet. Deep Violet ist schön. Grass Green. Und jetzt sagt mal Bescheid, welche Farbe ihr alle am meisten mögt. Was sind denn Hex- und RGB-Farben? Ich kenne mich damit ja gar nicht aus, ne? Aber die sind schön. Das sind auch meiner Meinung nach eigentlich ein guter Color Set. Jetzt möchte ich aber noch eine Sache ausprobieren. Und zwar werde ich kurz mal ein paar Sachen malen. Einmal Melon. Einmal eine Linie Melon. Und dann eine Linie Vermilion. Nee, Vivid Red. Ihr seht gleich, was mein Plan ist. Pastellviolett. Deep Violet. Indianerblau. Was passiert, wenn ich mit diesem farblosen Blender darüber gehe?
Photoshop und HTML sind lange her. Die Violet und Vermilion. Die Violet und Vermilion, ja, auf jeden Fall die zwei besten Farben. Ach so, Farbcoden am Computer. Boah, ich bin ehrlich, ich bin technologisch